So, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf unserem Volume Trader YouTube-Kanal. Heute mit dem Thema die 5 wichtigsten Tipps für dein erfolgreiches Trading. Ich wünsche dir viel Spaß damit. So, da bin ich auch schon wieder und zwar geht es hier um die 5 wichtigsten Tipps für dein erfolgreiches Trading. Switch mal gerne direkt mal auf die erste Folie und zwar kenne dich selbst und setze dir realistische Ziele. Ja, große Ziele sind absolut wichtig, ja, vorab definitiv. Ja, diese sollten auch nicht direkt greifbar sein oder auch nicht unbedingt in 3 Monaten greifbar sein, sondern setze dir dennoch aber realistische Ziele, die dich oder die dir den Ansporn geben, immer kontinuierlich Gas zu geben, das Momentum nicht zu verlieren. Ja, ganz wichtig. Bevor du mit dem Traden beginnst, ja, ist es wichtig, dass du dich selbst kennst. Ja, wo liegen deine Stärken, aber eben auch vor allem, wo liegen deine Schwächen? Ja, und die Schwächen, die musst du definitiv vermindern oder beziehungsweise in Stärken umwandeln. Ja, so ist es korrekt. Weil wenn du deine Schwächen in Stärken umwandelst, kann dich gefühlt schon kaum noch einer aufhalten. Ja, verstehe deine Risikobereitschaft und deine finanzielle Situation sowie deine persönlichen Ziele. Ja, wie deiner Satz schon sagt, es bringt, sage ich jetzt mal, nichts, das Ersparte zu nehmen und irgendwas über den Damm zu brechen, sondern stelle dir erst einmal die Frage, wo stehst du jetzt? Wo willst du hin und wie kannst du dies erreichen? Setze dir realistische Ziele und entwickle, lerne eine Herangehensweise, die vor allem zu dir passt, aber eben auch reproduzierbar ist. Das wird dir dabei helfen, fokussiert zu bleiben und impulsives Handeln zu vermeiden. Kommen wir zum Punkt 2. Und das ist, lerne die Grundlagen und entwickle eine solide Strategie. Es gibt, wie ich schon oft gesagt habe, unzählige Herangehensweisen. Bei uns erlernst du auf jeden Fall einige. Wir sind ein Trader-Team von 5 Tradern und vor allem jeder hat seine Herangehensweise. Ja, und das hat einfach einen Vorteil. Du wirst dann mit Sicherheit eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, die zu dir passende ebenso zu erlernen und dadurch eine Abkürzung zu haben. Trading ist kein Glücksspiel. Wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du mit den Grundlagen anfangen, diese zu verstehen und anschließend darauf basiert eine Strategie finden, in Anführungsstrichen, beziehungsweise erlernen, die zu dir passt, so wie ich es bereits eben auch schon gesagt habe. Lerne mit einem Risikomanagement umzugehen und halte vor allem eben auch dein Ego vom Trading weg. Ja, wenn du dich an deinen Rechner setzt, lass dein Ego vor der Tür, vor der Bürotür stehen und du solltest rationale Entscheidungen am Markt treffen. Fang zuerst in einem Demokonto an zu traden, weil vielleicht sind dir noch nicht die Inhalte so bekannt, dass du fehlerfrei diese anwenden kannst oder ganz genau weißt, was du tust. Und beim besten Willen, niemand möchte direkt mit einem EK-Konto anfangen, obwohl das noch die Lernphase ist. Ja, deswegen wir empfehlen, ausreichend Zeit für das Demokonto zu nutzen, sich erst einmal mit allem vertraut zu machen, mit der Software, mit deinen Emotionen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie kannst du deine Fehler zu Stärken machen? Wie erkennst du vor allem auch deine Fehler etc. pp. Demnach hast du dann, wenn du dich damit vertraut gemacht hast, im Demokonto geübt hast, die Möglichkeit zum Beispiel, dich über einen Fremdkapitalanbieter zu funden, oder eben auch dann mit einem kleinen EK-Konto in zum Beispiel den Microfutures oder eben auch anderweitige Märkte, dein Wissen umzusetzen. Okay, kommen wir zur nächsten Folie und zwar Punkt 3. Bleibe immer informiert und halte dich auf dem Laufenden. Was möchte ich dir jetzt damit sagen? Im Grunde genommen ist es so, die Finanzmärkte oder eben auch die politischen Dinge, wirtschaftlichen Dinge, die ändern sich nun mal sehr, sehr häufig. Wir sehen es auch momentan, vor allem in den letzten 1, 2, 3 Jahren, wo sich einiges immer wieder ändert. Ja, und demnach erkundige dich, was überhaupt diese Auswirkungen, die jetzt zum Beispiel
Als Beispiel die Inflation. Was passiert eigentlich oder was bedeutet eigentlich, wenn die Inflation steigt? Wie wirkt sich das auf die Märkte aus? Wie wirkt sich das aber eben auch allgemein auf den Alltag aus? Das sind auf jeden Fall wichtige Faktoren, wo du definitiv mit am Ball bleiben solltest und dich da kontinuierlich immer wieder mit beschäftigen solltest. Verfolge Wirtschaftsnachrichten und vor allem auch Unternehmensankündigungen und andere relevante Informationen. Ich habe es gerade auch wieder vorweggenommen, aber das sind ebenfalls wichtige Dinge, die du regelmäßig aufgrund eigener Recherche recherchieren solltest, um da auch bestmöglich darauf vorbereitet zu sein. Was kann das bedeuten? Wie wirkt sich das zukünftig auf den einen oder anderen Markt aus, wo du natürlich auch gerne drin handelst? Backteste deine Strategie, deine Herangehensweise und passe diese gegebenenfalls an. Auch ein wichtiger Part. Nicht jeder Markt ist gleich. Jeder Markt hat seine eigene Charakteristik. Zum Beispiel der Nasdaq, sehr, sehr volatil. Ja, die 100 Tech-Aktien, die dort drin sind, die 100 Tech-Unternehmen und demnach ein nicht so liquider Markt, demnach nicht liquide, gleich hohe Volatilität. Kommen wir zum letzten Part oder zum letzten Punkt, und zwar behalte deine Emotionen im Griff. Ich weiß, oftmals wiederholt sich auch einiges, aber das sind nun mal mit die wichtigsten Dinge in dem Trading. Behalte deine Emotionen im Griff bedeutet, Emotionen können beim Trading zu irrationalen Entscheidungen führen. Sprich, eine Entscheidung, die du gefällt hast, die aber niemals hätte zustande kommen sollen oder dürfen. Ja? Du hast dich von Emotionen leiten lassen, meinetwegen, falls, wenn du zum Beispiel einen Gewinn hattest, die Gier, ja? Du möchtest noch mehr haben. Nicht unbedingt 2-3 weitere Trades bringen dir 2-3 Mal mehr Geld, sondern ganz im Gegenteil. Oftmals ist es auch so, durch die Gier, du steigst falsch ein, du verlierst. Und dann denkst du dir, Mist, jetzt willst du das wieder zurückhaben. Und auf einmal bist du im Minus, anstatt den Tag in einem guten Plus abzuschließen oder allgemein mit Plus abzuschließen. Das ist einfach auch ein ganz wichtiger Part. Die Euphorie und die Angst, vor allem aber auch die Unsicherheit, haben ebenfalls beim Trader nichts zu suchen. Deswegen bestenfalls soll eine Entscheidung deinerseits auch eine Entscheidung sein, wo du sagst, das passt. Ja, das kannst du reproduzieren, das passt, das machst du jetzt. Genau, das führt nämlich auch nur zu falschen Entscheidungen in den meisten Fällen. Du benötigst dafür klar definierte Regeln, die bestenfalls ohne jegliche emotionale Entscheidungen einhergehen. Ja, ich habe es gerade auch schon wieder vorweggenommen. Aber es ist wichtig, dass dieses System reproduzierbar ist. Ja? Okay, das war schon wieder mit diesem Video, mit diesen 4 Punkten, die absolut wichtig sind, diese zu beachten. Und so bin ich mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall weniger Fehlentscheidungen triffst. Mache dir da gerne auch eigenständige Gedanken zu. Befolgst du diese, kannst du aus diesem Video bereits was rausziehen, wo du sagst, hey, das wärst du jetzt zukünftig machen. Demnach lasst gerne ein Like da, kommentiert und ich freue mich auf das nächste Video. Bis denn!